willkommen zu unserem Snackable Nummer 2. Hallo an alle Home Officers und alle Night Officers. Für den Check-in zu unserem Snackable Nummer 2 möchten wir gerne alle eure Erfahrungen und eure Geschichten mit dem ersten Home Office Plus teilen. Und da spielen auch die Night Officers eine Rolle. Diesen Begriff haben wir jetzt erst von einer Kundin ganz neu gelernt. Night Officers seid alle ihr, die ihr gerade tagsüber eure Kinder betreut, mit ihnen spielt oder lernt und nachts bzw. in den späten Abendstunden dann noch arbeitet. Also all ihr Night Officers, wir hoffen, ihr findet hier ein paar Ideen oder Inspirationen und vielleicht könnt ihr den Snackable Nummer 2 auch mit euren Kindern anschauen. Eine weitere Geschichte haben wir von einem Kollegen gehört, der erzählt hat, ich habe jetzt schon seit Tagen keinen Kontakt mehr mit meinem Team oder meiner Vorgesetzten. Und mir schwirrt die ganze Zeit der Ohrwurm im Kopf, kein Schwein ruft mich an. Man könnte ja lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Zum Thema Team oder verbunden bleiben im Team gibt es schon einen kleinen Beitrag von Anna Dollinger im Snackable Nummer 1 mit der Überschrift Heartbeat. Und diese leidigen technischen Probleme. Wer kennt sie nicht in diesen Tagen, sei es mit Zoom, mit Teams oder mit Skype? Ich glaube, die meistgesagten Sätze heutzutage im Homeoffice sind: Stellt bitte mal eure Mikros aus. Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Oder auch: Können wir bitte ohne Video machen? Also, um dem Homeoffice Plus etwas entgegenzuwirken, kommt hier Snackable Nummer 2. Wir wünschen euch sehr viel Spaß dabei. Schauen wir mal rein, was euch erwartet. Wir starten mit dem Check-in. Da sind wir gerade mittendrin und danach kommt Homeoffice Hacks für Führende, Selbstsicherung first. Und da geht es heute um das Thema Solution Funken. Dann How to Führen im Homeoffice. Und da hört ihr heute mehr über Lean Startup. Unter dem Thema Teamentwicklung in der Homeoffice-Familie geht es heute um den Familienplan. Und den Checkout machen wir, wie auch im Snackable Nummer 1, The Italian Way. Lasst euch überraschen. Auf den ersten Blick mag unsere Headline Homeoffice-Hacks für Führende, Selbstsicherung first, ziemlich egoistisch erscheinen. Das ist es aber überhaupt nicht. Denn wie soll jemand für andere sorgen, anderen helfen oder Höchstleistung erbringen, wenn er selbst nicht gesund und fit ist? Es macht also durchaus Sinn, Zeit für Selbstfürsorge einzuplanen. Aber wie soll das gelingen in Zeiten, wo Home Officers oft zu Night Officers werden, wo sie die Arbeitsstunden, die sie untertags nicht leisten konnten, nachholen? Auf jeden Fall ist es wichtig, diese Zeit einzuplanen, untertags bestimmte Zeitfenster einzuplanen, die mit bestimmten Dingen, Themen, Handlungen verbunden werden. Man könnte hier von Ritualen sprechen, die man fest einplant. Dabei geht es nicht um die Quantität der Zeit, sondern um die Qualität dieser Momente. Und solche Momente mögen für den einen die Tasse Tee sein, für die man sich in Ruhe Zeit nimmt und wirklich bei der Tasse Tee ist. Für den nächsten können das die isometrischen Übungen sein, die meine Kollegin gezeigt hat. Und für wieder andere vielleicht 10 Minuten Surfen im Internet. Ich möchte euch heute eine Übung vorstellen, die bestenfalls zu einem Ritual werden kann. Eine Übung für morgens, für den Einstieg in den Tag. Es macht Sinn, sich dafür 5 Minuten Zeit zu nehmen, sich auf den Tag einzulassen und auf den Tag vorzubereiten. Diese Übung heißt Solution Funken. Die erste Frage, die man sich stellt, ist: Was liegt heute vor mir? Und dann geht es weiter: Was hat mir in vergangenen vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit geholfen, solche Situationen gut zu bewältigen? Was noch und was noch? Worauf konnte ich mich in der Vergangenheit in vergleichbaren Situationen immer wieder bei mir verlassen? Worauf noch und worauf noch? Und wenn ich mir die für heute bestmögliche gewünschte Entwicklung vorstelle, woran werde ich merken, dass ich kleine Schritte vorangekommen bin? Und woran noch und woran noch? Und wenn ich mir selber zuhöre, was rate ich mir, worauf heute besonders zu achten und was zu tun? Hallo, herzlich willkommen zum Hashtag HowToFühren im Homeoffice. Ich bin heute auf meiner Terrasse draußen. War der einzige Platz, wo ich das große Chart habe aufhängen können. Und ich freue mich, dass ihr mitschaut. Was habe ich heute mitgebracht? Eine Methode aus dem Lean Startup, und zwar Learn, Build und Measure.
Gerade wenn ihr jetzt vielleicht im Homeoffice unterwegs seid und euch überlegt, wie kann ich meine Remote-Teams gut führen, wie können wir aber auch Dinge nach vorne bringen, wie können wir innovativ sein, vielleicht eine neue Dienstleistung, ein neues Produkt, eine neue Idee weiter vorantreiben, da lege ich euch diese Methode sehr ans Herz. Das Ganze kommt aus dem Startup-Bereich und hat mit Iterationen zu tun und damit, dass man den Kunden oder den, der es dann nachher anwendet, nutzt, was auch immer damit tut, möglichst frühzeitig in den Prozess mit einbindet, um auf diesem Weg Zeit und Kosten zu sparen und wirklich auch das beste Produkt auf den Weg bringen zu können. Wir fangen an mit dem Thema Learn und schauen, was möchten wir denn eigentlich erreichen? Wir schauen, was müssen wir über die Situation wissen, welche Herausforderungen gibt es vielleicht gerade im Augenblick, die wir berücksichtigen müssen und was glauben wir, was müssen wir tun, um erfolgreich sein zu können. Das heißt, erstmal wird geschaut, welche Infos brauchen wir und dann geht es los mit dem ersten Prototypen oder aber auch das MVP, das minimal viable Produkt, so nennt sich das. Und das spricht dafür, dass es eben nicht schon perfekt ausgearbeitet sein muss, sondern es ist ein Prototyp, den man schon mal auf den Markt bringt. Auf den Markt bringt heißt, ich bin hier unterwegs, build und mache. Und schau, was kommt am Markt an, was kriege ich vielleicht auch für Resonanzen. Und das bringt mich dann hierüber, wenn ich meine Resonanzen auch gesammelt habe, dann messe ich das. Das heißt, ich gucke anhand von Feedback und Reflexion, beispielsweise mit einem After-Action-Review oder mit der I-Wish-I-Like-Methode oder mit der Seestern-Methode drauf, was hat denn jetzt schon ganz gut geklappt und was wollen wir weiter verbessern. Und durch diesen immerwährenden Prozess, den iterativen Lernprozess, den wir hier mit der Methode anwenden, schaffen wir es innerhalb von kürzerer Zeit, das wirklich erfolgreichste Produkt, die erfolgreichste Dienstleistung oder auch Idee auf den Markt zu bringen. Und das alles wird euch auch prima im Remote-Team gelingen. Ihr könnt zum Beispiel draufschauen, wie gelingt uns das gerade, wenn wir unseren Heartbeat im Remote-Team jetzt auf virtuellen Wegen nach vorne treiben. Schaut einfach mal vielleicht drauf nach ein oder zwei Wochen, wie geht's euch damit in diesem Homeoffice-Modus und nutzt wirklich Learn, Build und Measure. Und dabei ist es gar nicht so schlimm, wenn es erstmal nicht perfekt ist, sondern die Idee hinter dieser Methodik ist wirklich mit was anzufangen, sich Feedback einzuholen, alles einfließen zu lassen, was der Markt euch auch an Ideen und Resonanz bringt und dann die Idee wieder weiter zu verbessern. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und freue mich auf Resonanzen. Herzlich willkommen zu unserem Beitrag Teamentwicklung in der Homeoffice-Familie, in dem es heute um den Familienplan geht. Während Homeoffice heutzutage von vielen Firmen als sogenannter Benefit gehandelt wird und Mitarbeiter die damit verbundene Flexibilität schätzen, bringt verordnetes Homeoffice, wie wir es momentan viel erleben, eine Menge ungeahnter und auch ungewohnter Herausforderungen mit sich. Ich würde sagen, das sind nicht ganz neue Herausforderungen und jeder, der ab und an schon Homeoffice tut, weiß, wie wichtig Selbstorganisation ist. Insbesondere in Zeiten, wenn gleich alle Mitglieder eines Homes gleichzeitig zu Hause sind, ist ein Plan umso wichtiger. Momentan sind ca. 15 Millionen Schul- und auch Kindergartenkinder zu Hause. Da fällt also die Telefonkonferenz zusammen mit dem Wutausbruch des Jüngsten und das kann alles ziemlich unangenehm und ungewohnt sein. Es braucht also einen Plan. Und zwar nicht nur für die Kinder und die Schulaufgaben, sondern einen für die ganze Familie. Einen, der Klarheit und Struktur und Transparenz schafft. Und wenn wir in die Teamentwicklung gucken, was sehen wir momentan? Es wird ganz viel visualisiert, also auch wo agile Methoden praktiziert werden. Es gibt Kanban-Boards, auch im Lean-Management gibt es Pläne und Boards, mit denen Aufgaben strukturiert und priorisiert wird und ein Team organisiert wird. Und nun möchte ich Sie einladen, Ihre Familie, Ihre Homeoffice-Familie, wie ein Team zu betrachten. Ein Team, in dem jedes Mitglied bestimmte Aufgaben hat, denen es nachgehen muss, bestimmte Bedürfnisse und auch bestimmte Rollen. Mit dem Familienplan wird also organisiert, wann wer für wen Zeit hat, wann alle zusammenkommen müssen, wann es vielleicht Einzelbesprechungen gibt, wer von wem was braucht und gegebenenfalls sogar eine Raumplanung, je nachdem wie groß das Homeoffice ist und wie viele Räume es gibt und wer welche Ausstattung braucht.
Der Familienplan kann gebastelt werden, das ist besonders für die kleineren Teammitglieder, Familienmitglieder sehr spannend, oder natürlich auch digital erstellt werden. Er könnte beispielsweise so aussehen. Dann würde man also das gemeinsame Beginnen des Tages, zum Beispiel mit dem Frühstück, als festen Bestandteil einplanen, so wie wir es auch in unserem Beispiel sehen. Anschließend kann es gut einen Homeoffice- oder Arbeitsblock geben, vielleicht von 2 Stunden. Dieser eignet sich besonders gut am Vormittag, da meistens die Konzentration aller Mitglieder am höchsten ist. Dieser Arbeitsblock oder Homeoffice-Block kann zum Beispiel auch mit einem gemeinsamen Check-in gestartet werden, indem man teilt, wer nun an welchen Aufgaben wie lange arbeiten wird, wer eventuell noch was dafür braucht, vor allem Kinder, ob sie noch irgendwo Unterstützung brauchen, Klarheit für ihre Schulaufgaben, bevor man gemeinsam in diesen Block startet. Wichtig in dieser Zeit ist, dass alle sehr fokussiert arbeiten können für den definierten Zeitblock. Mit älteren Kindern kann man hierfür auch gegebenenfalls Regeln festlegen, um Störungen möglichst zu vermeiden. Anschließend gibt es einen Block für das gemeinsame Kochen und Essen. Hier kann man auch zu Beginn der Woche definieren, wer an welchem Tag dafür verantwortlich ist. Also wer ist für das Kochen verantwortlich, für das Tischabräumen und so weiter. Und hier ruhig alle Teammitglieder bzw. Familienmitglieder mit einbeziehen. Wir würden auch die spaßigen Zeitslots fest einplanen, also zum Beispiel das gemeinsame Spielen. Warum? Weil es in der Regel allen Beteiligten leichter fällt, sich in den Arbeitsphasen gut zu fokussieren und zu konzentrieren, wenn transparent und klar ist, dass es gleichzeitig auch Spielzeiten geben wird. Für diese Blöcke kann man sehr kreativ sein. Alles, was Ihre Kinder bzw. alle Familienmitglieder eben gern gemeinsam tun. Das können Brettspiele sein, das kann aber auch den Esstisch umfunktionieren zu einem Tischtennisplatz sein, also alles, was Sie da mögen. Wie auch in Teams ist eine grundsätzliche Frage, lohnt sich der Invest? Zusammenkommen, darüber sprechen, einen Plan erstellen und vielleicht fragen Sie sich, wird dieser Plan überhaupt funktionieren? Für Familien kann das eine ganz neue und durchaus herausfordernde Art des Zusammenkommens sein. Wir würden diesen Plan unbedingt zusammen erstellen, also nicht nur die Eltern für die Kinder, sondern die ganze Familie zusammen und auch visualisieren. Das sorgt für Transparenz, für Klarheit und auch für Sicherheit. Und es macht es für alle Familienmitglieder einfacher, ganz im Hier und Jetzt zu sein, also zum Beispiel ganz in der Telefonkonferenz oder auch an anderer Stelle sich ganz auf das Spielen zu konzentrieren. Mit sehr kleinen Kindern, also kleiner als 2, ist das natürlich sehr schwierig, weil die Kinder nicht wissen, was Pläne sind und sich erst recht nicht an Pläne halten. Hier würden wir sagen, es ist wichtig, sich mit dem Partner gut abzustimmen, vielleicht einen Plan gemeinsam mit dem Partner. Wer kann sich wann um die Kinder kümmern und dem anderen so den Rücken frei halten, um sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Was übrigens neben dem Familienplan noch ein wichtiger Tipp ist, seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Wenn Sie nicht alle To-Dos 100%ig schaffen oder der Plan nicht zu 100% aufgeht. Schließlich braucht es auch in Teams eine Eingewöhnungsphase und ein gemeinsames Lernen. Vielleicht treffen Sie sich in der Mitte der Woche wieder und schauen gemeinsam auf den Plan, schauen, was hat gut funktioniert, was müssen wir für die zweite Hälfte berücksichtigen und passen diesen Familienplan auch individuell wieder an. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Erstellen eures Familienplans. Okay, jetzt wieder der Checkout, The Italian Way, und dieses Mal singen wir auf das, was da noch kommt, von Lotte und Max Giesinger. Erst los, ich will so viel noch sehen. Wir gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, bis tagelang nur reden. Wir Stunden verschwenden und nicht so viel da. Ich will Träume verlieren und vorne anfangen. Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen.